Der Gitsch als Skihang erscheint auf den ersten Blick recht langweilig für Wanderer. Der interessante Teil liegt auf der Rückseite, der Gratweg. Auf dem Weg zum Gipfel zeigt uns der Skihang aber auch seine schönen Seiten. Von der Bergstation des Gitsch kann man verschiedene Touren starten. So zum Beispiel über beide Gitschgipfel, dem großen und den kleinen Gitsch, weiter zur Moserhütte. Oder über den Steig am Schelleberg auf die Seefeldalm und die Seefeldseen. Der Gratweg ist ungesichert, man sollte daher trittsicher sein.
Zeit.